Ja, doch, läuft die Aufnahme, um Gottes Willen. Herzlich willkommen zur vierten Folge von Susi 3 zusammen mit Tobi. Hallo! Ja, eine Weile ist es her seit der letzten Folge. Ich war zwischendurch krank, dann in den Niederlanden und danach wieder krank. Deswegen, ja, schwierig. Man hört es vielleicht noch ein bisschen an mir. Aber das wird uns nicht davon abhalten, dass wir heute auf der Hannoverschen Südbahn unterwegs sind. Die Bahnstrecke zwischen Hannover und Kassel. Und da fahren wir heute die RB8 von Kassel Hauptbahnhof nach Göttingen Hauptbahnhof auf dem Abschnitt von Kassel Hauptbahnhof nach Hannover-Schmünden. So, da sitzen wir auch schon in unserer Baureihe 427, besser bekannt vielleicht auch als Stadler Flirt. Das sind Dreiteiler, das ist in der Doppeltraktion unterwegs und der wird betrieben von der Cantus Verkehrsgesellschaft. Hier unten können wir uns auch leicht lesen. Das ist hier auch dieses weiß-blau-orange Design, was nicht ganz so nach DB aussieht, was einfach daran liegt, dass es nicht DB ist. So, wir sollen in Kassel Hauptbahnhof 46 abfahren. Wir haben es bereits 47:30. Das finde ich extrem interessant. Warum wir direkt mit Verspätung gestartet sind, obwohl es ein Kopfbahnhof ist. Aber okay. Da hat der Kollege ein bisschen zu lange Kaffee getrunken, würde ich sagen. Ich weiß es nicht. Wo ist der Kopfbahnhof? Das wird nämlich Wendezeit hier. So. Mit 60 sollen wir rausfahren. Da links standen gerade so ein paar gelbe Wägelchen. Ist das Gepäckwagen, oder? Ja, das kann sein. Nee, eigentlich Gepäckwagen nicht. Genau, nee, irgendwas mit halt Bauarbeitern vielleicht oder so, ich weiß es nicht. Wenn ich nochmal welche sehe, sag ich Bescheid. So, wir haben 50 hier im weichen Bereich. Ich auf die runter. Ich muss sagen, fahren tun sich diese Dadler dort hier wunderbar. Bin ich auf jeden Fall mit Freunden von. Schauen wir mal. Der nächste Halt ist dann Niederfellmar. Also Fellmar und Niederfellmar. Wunderbarer Name. Wo wir jetzt da sein sollen. Joa, sind wir aber nicht, oder? Hervorragend. So, ab 165,3 dürfen wir 80 fahren. Da haben wir 165,0. Das dürfen wir jetzt 80 fahren. Hier. Und gleich auch 130 ab 164,1. Das dauert noch einen kleinen Moment. Übrigens, was da in diesen eckigen Klammern darunter steht, das ist die Geschwindigkeit, wenn wir im Gegengleis fahren würden. Dann dürften wir nämlich dann nur 100 km/h abfahren. Falls sich jemand fragt, was das zu bedeuten hat, habe ich mich am Anfang auch, bis ich mich dazu angelesen habe. Das heißt, sollten wir irgendwie mal eine Gegengleisfahrt hier bekommen, warum immer, dann müssen wir eben in die Klammer schauen, unter Umständen. So, hier sehen wir auch, ab hier wird plötzlich die Strecke gerade. Deswegen ist es der perfekte Zeitpunkt, um ab hier auch die 130 zu fahren. So, dann gehen wir mal hoch, weil wir sollten vielleicht as soon as possible da sein. Der Halt ist bei 161,2 und ich entschuldige mich dafür, dass hier unten die ganze Zeit die Steam-Dinger kommen, aber so wie ich gerade OBS aufnehme, ich muss mich den gesamten Bildschirm aufnehmen, dann kann ich diese Steam-Overlays leider nicht unterdrücken. Und Raphael, den ihr vielleicht aus anderen Let's Plays kennt, von unserem Kanal, der spielt gerade die diversesten Spiele irgendwie. Und bevor jetzt mal in die Kommentare schreibt, ja, man kann das Steam-Overlay deaktivieren, das musste man eigentlich vorher machen. Aber das geht doch nicht bei inner Bildschirmaufnahme. Doch, du kannst Steam Overlay einfach komplett deaktivieren. Ah, okay, dann muss ich mich da nochmal reinsuchen. Dann kannst du zwar keine Screenshots machen oder so, aber du kannst es direkt komplett deaktivieren. Ja. So, 161,2 ist das Ganze in einem Kilometer. Dann so schon mal. So. Das wir gehört, die wunderbaren Ansagen allesamt selbst eingesprochen oder selber einsprechen lassen von anderen Menschen.
Die, die ihr hier hört, habe ich Anna, die kennt ihr auch aus einigen Let's Plays, erst vor wenigen Tagen einsprechen lassen. Die sind noch ganz frisch. So, Ausstieg rechts kann ich schon mal einstellen. Die Dateien, wenn die älter werden, dann werden sie auch schlechter, oder? Na klar. Es ist gut, dass sie frisch sind. Das ist gut, dass sie frisch sind. Schlechte Witze eingebaut. Check. Jo. So, wir haben aktuell Verspätung von plus 2. Wenn es nach der Abfahrt geht, wenn es nach der Ankunft geht, haben wir sogar plus 3. Und das am ersten Halt ist eine wunderbare Statistik. So, direkt die Türfreigabe wieder rausnehmen. Die Lampe da blinkt. Ganz links unten, für die, die noch nicht rausgefunden haben, wo der Türwahlschalter ist. So, das Türpiepen. Und auf geht's. So, Stadler Flirt, das sind ja auch in meinen Augen sehr schöne Züge. Die fahren ja insgesamt doch ganz viel auch in der Schweiz. Was vielleicht doch damit zu tun hat, dass Stadler ein Schweizer Zughersteller ist. Auch wenn die Produktnamen teilweise interessant sind. Also ich persönlich würde meine Züge jetzt nicht Flirt und Kiss nennen, aber gut, die Schweizer werden sich was dabei gedacht haben, denke ich mal. So. Nächster ist Fuldatal Iringshausen. Das sind also lange Doppelnamen hier, deswegen stehen wir nur F. Iringshausen hier oder auch Au Niederfellmar zum Beispiel. Aber ich weiß, dass Fuldatal Iringshausen ist. 157,6. Und da sollten wir schon längst da sein. Oh Gott, lang gelb. Muss auch noch gelb rein. Haben wir nicht mal eine genügend Verspätung? Ja, das ist doch dem Signal egal. Beziehungsweise die Fahrdienstleitung, die stellt ja die Signale. So. 157,6 ist aber auch nicht mehr so weit weg. Ah, das sieht mir nach einer Signalstörung aus, weil ich sehe da ein rotes Signal mit Vorsichtssignal. Na, das wird jetzt witzig, weil wer noch aufgepasst hat, der weiß, hatte ich schon mal erklärt, als wir schon mal ein Vorsichtssignal hatten, diese drei gelben Lichter in der Form eines Vs. Das klang nicht gut. Ja, das ist eine Zwangsbremsung, aber ich war unter 40 km/h. Die kann ich mir jetzt gerade nicht erklären, vielleicht im Schnitt blende ich euch ein, woran es lag, ansonsten schreibt es gerne in die Kommentare. So, auf jeden Fall, dieses Vorsichtssignal bedeutet, dass wir bis zum nächsten Signalbegriff nur noch 40 km/h fahren dürfen. Und das auch ohne große technische Fahrwegsicherung, sondern nur auf der Vertrau-mir-Basis gegenüber dem Fahrdienstleiter. Da hat die Befehl 40 Lampe geleuchtet. Sagt, du darfst nur 20 fahren, weil wir haben Wechselblinken, also restriktiven Modus und 500 Hz/km. Deswegen darf ich gerade nur 20 fahren. So, jetzt ist die 500 Hz-Überwachung raus, restriktiver Modus ist auch weg. Das heißt, wir dürfen hoch auf unsere 40 km/h beschleunigen. Iha. So, 157,6. Wir jetzt 158,8. Also wir haben noch ein Stück über einen Kilometer. So, 110 km/h erwarten. Sie würde auch, ja, kurz vor Fuldatal Iringshausen gelten dann nur noch 110 km/h. Das kann aber egal sein, weil bis Fuldatal Iringshausen werden wir weiter erstmal nur mit unseren 40 km/h unterwegs sein. Und ich sehe schon, das nächste Vorsignal zeigt wieder gelb. Was ist denn heute los? Ganz sagen, der Kollege, der in Hannover-Schmünden den Zug übernimmt nach Göttingen, der wird sich sehr, sehr freuen. Und weil ich auch weiß, auf dem Weg nach Göttingen... Ah, guck mal, grün. Wunderbar. Jetzt doch. Schön.
Das Witzige ist ja auch, diese Regionalbahn hier, die wird im weiteren Verlauf bis Göttingen irgendwann noch mit einer anderen Regionalbahn zusammengekuppelt. Das heißt, die andere Regionalbahn, die dann pünktlich ist, darf dann auf uns warten, bis wir uns an die dran kuppeln und fährt dann auch verspätet weiter. Das heißt, wir werden noch eine zweite Regionalbahn mit ins Verspätungsverderben reißen dadurch. Das ist nicht gut. Du. So, hier in der Mitte haben wir gerade irgendeine Hochgeschwindigkeitsstrecke, so wie das ausschaut, zu der wir hier gerade eine Überleitstelle irgendwie besteht. Und diese orangenen Balken über den Hektometertafeln und unter der Hektometertafel bedeutet, dass da die Notbremsüberbrückung aktiv ist. Das heißt, dass in dem Bereich die Züge keine Notbremsung machen dürfen, sondern allgemein in diesem Bereich nicht stehen bleiben dürfen. Das ist Wo baut man insbesondere sowas in ein? Tunneln wichtig, weil in Tunneln, wenn da ein Zug stehen bleibt, das ist brandschutztechnisch, nennen wir es mal, unschön. Da ist besser, wenn der. Wenn der Zug erst zum Stehen bleibt, wenn der Tunnel vorbei ist. Genau. Also selbst wenn der Zug sozusagen brennt, ist es besser, wenn er brennend rausfährt, als wenn er brennend stehen bleibt. Richtig, weil da drin die Leute können nicht mehr ordentlich flüchten, weil da ist alles voll damit Rauch direkt. Während draußen der Rauch immer noch verziehen kann. So, wir haben eine Verspätung von 5 Minuten. Eieieiei. So, Türfreigabe Ich weiß direkt nicht. raus wieder. Was war unser Rekord an Verspätung im Tramsim, war das, glaube ich? Irgendwie 17 Minuten oder so? Nee, das war in Zusi 3. Okay. Damals. Ja, das war damals irgendwie 17 Minuten oder sowas in die Richtung. Übrigens, immer das Türpiepen mir kommt, das kommt nicht von automatisch. Ich muss hier tatsächlich, es gibt eine Taste, mit der man die Türen schließen kann, den muss ich extra drücken, so Sneaky-Peek-mäßig, dass ich die Türen halt auch tatsächlich schließe. Ne? Das ist in manchen Zügen einfach so, da muss man das machen. So, wir haben weiter nur 40 km/h. Auch wenn 110 erlaubt sind. Aber wir sind noch nicht am nächsten Signalbegriff vorbei. Oder sehen wir das schon? Ich habe keinen gesehen. Doch. Auf jeden Fall, hier ist ein Vorsignal in grünes. Mit verkürztem Abstand. Ja, nee, warte auf das nächste Hauptsignal. Wir hatten ja nicht vorne ein Vorsignal schon. Oder das war das Vorsignal für das Hauptsignal da vorne. Das kann auch sein. Wir warten ab, bis wir da vorne im Hauptsignal sind. Das ist ja grün. Das heißt, da dürfen wir dann wieder ab einer Geschwindigkeit fahren. Mal kurz eine Durchsage machen, ne? Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund eines Stellwerkproblems haben wir zurzeit circa 5 Minuten Verspätung. Ich bin aber guter Dinge, dass wir die halten werden und nicht noch weiter erhöhen. Ich bitte um Verständnis. Gut, haben wir das auch gemacht. Es ist ja auch manchmal, dass die Zugbegleiter gar nicht wissen, was los ist überhaupt. Und deswegen dann die Lokführer eine Durchsage machen. So, Vollkündigung 95. Direkt wieder runtergehen. Unser nächster Halt ist dann Spiele 514. Da sind wir ein Stück. So, jetzt leicht abwärts. Bremse sich hier so leicht an. Wollen ja nicht schneller sein als die 90, die ab hier jetzt mitten auf der Brücke gelten. Ne? Da kommt jetzt eine etwas engere Kurve, aber die 90 werden sie erstmal noch ein kleines Stückchen begleiten. Auf jeden Fall noch bis Schwele. Ich sehe gerade, am Einfahrsignal steht die Bemerkung E50, also Einfahr mit 50 km/h dran. Dass wir das Einfahrvorsignal haben, dann sollten wir auf die 50 runtergehen, wenn die euch nicht eh schon signalisiert werden. Weil wir nicht mit mehr als 50 km/h einfahren dürfen.
Das Signal ist dann bei 152, das heißt, wir haben noch ein bisschen über 2 Kilometer bis dahin. Naja, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Also Zeit haben wir eigentlich nicht mehr, wir sollten schon längst da sein, aber ihr wisst, wie ich es meine. Wir brauchen noch einen kleinen Moment, ehe wir bei 152 sind. An sich muss ich sagen, eine recht schöne Strecke hier, dass der, also dieser kleine Abschnitt von Kassel Hauptbahnhof bis Hannover Schmünden. Eine Strecke an sich, ich habe mich jetzt nicht so viel Ahnung zu diesem Abschnitt hier, den wir fahren, scheint jetzt auch nicht so viel bei Wikipedia drinne. Guck mal, das ist der Kantus in die Gegenrichtung. Deswegen habe ich da jetzt auch nicht so viel Ahnung hier von der Strecke. Ah, guck mal, Langsamfahrt erwarten. Kriegen wir sogar hier das Einfahrvorsignal, das zeigt dann sogar schon an, dass wir 40 fahren sollen. Dann werden wir das natürlich machen. Ja, aber das Einzige, was ich nur sehr interessant fand, ist, dass der Abschnitt zwischen Göttingen und Hannover-Schmünden tatsächlich stillgelegt ist. Und wir dann jetzt hier hinter Hannover-Schmünden, also deine Kollege, auf eine andere Bahnstrecke abbiegt, um dann über diese nach Göttingen zu fahren. Und an sich hier, wir sehen es, die Kilometrierung ist bei 152,4 und der Kilometerursprung, also die 00, findet sich in Hannover Hauptbahnhof. Na gut, er hat auch gesagt am Anfang der Folge, dass die Hannoversche Südbahn ist. So, immer runter, die letzten 20 km/h, hier vorne haben wir schon. So. Vorsignal sagt wieder 40. So, dann haben wir auch Spele schon. 151,4, na gut, sind wir auch schon jeden Moment da, ne? Bin nur interessiert, warum wir hier so langsam nur einfahren dürfen. Ja, wir werden ins Gegengleis geleitet. Also gut, das ist ein Bahnhof, da gibt es kein Gegen- und Regelgleis, aber ihr wisst, wie ich es meine. Wir werden trotzdem nach links rüber geleitet. Interessant. Aber interessant, da kam uns ja gerade der andere Kantus noch entgegen. Der wird wahrscheinlich auch auf dem Gleis gefahren sein. Deswegen hätten wir wahrscheinlich so am roten Signal warten müssen, wenn wir pünktlich gewesen wären. Ach, guck mal, hier rechts steht ein gelber Schienenbus. Ein Schienenbus der DB Netz AG. Weil die ganzen gelben Fahrzeuge sind alles irgendwelche Bahnbaufahrzeuge oder irgendwelche Betriebsfahrzeuge. Und so ein Bus, was macht der? Schienenbus, das ist ein relativ altes, kleines Dieselfahrzeuge, so ein kleiner Dieseltriebwagen, die so viel in den 70er, 80er Jahren, 90er Jahren gefahren sind. Und das sind einfach so das wie ist einfach ein irgendwelche... Zugtyp. Den nennt man okay. Schienenbus. Ich dachte, das wäre jetzt nur für Personal irgendwie so ein nee, Transport. Diese gelben Dinger da nennt man Schienenbus. Also es war schon direkt für Personentransport sozusagen. Na. Naja. So, Türen zu. Wir sind aktuell bei einer Verspätung von 6 Minuten. Aber gut, wir mussten ja gerade noch ein bisschen verlangsamt fahren da am Anfang. Weil wir da auch immer erstmal mit 40 lang geschlichen sind. So, weiterhin 40 haben wir als Signalgeschwindigkeit. Wir hatten ja noch ein Vorsignal 45 bekommen. Und das Hauptsignal müsste sich ja hier gleich befinden. Das müsste das Ausfahrsignal sein. Und wir haben eine Ausfahrgeschwindigkeit von 60 km/h maximal erlaubt. Deswegen auch wahrscheinlich deswegen auch der Vermerk E50 und A60, eben weil wahrscheinlich schon im Buchfahrplan eingeplant war, dass wir hier in das linke Gleis rübergeleitet werden hier im Bahnhof. Also in das eigentliche Streckengleis nach Kassel. Genau, da haben wir unsere Ausfahrt, Langsamfahrt erwarten. Also 40 km/h per Signal. Weil ohne Zusatz ist ja grün-gelb immer 40.
mit Zusatz könnten es auch andere Geschwindigkeiten bis maximal 60 km/h bedeuten. Ne? Ich weiß, nach Uferplan dürften wir es auch 60 fahren, aber Signalgeschwindigkeit ist 40. Ich weiß nicht, wie das Spiel bewertet. Wahrscheinlich wird es das Spiel als 40 bewerten. Ne? Deswegen gleich mal sicherheitshalber nur die 40. Weil Dienstvorschrift ist noch vor Pünktlichkeit. Ach, guck mal, da muss ein Sonderzug, oder was ist das? Ist das ein Block? Ist das ein U-Boot? Also eine 219? Nee, mit einem Bullaugenfenster. Auf jeden Fall eine sehr alte Diesellok ist das da. Und dahinter noch hier alte Bundesbahnwaggons. Okay, irgendein also Sonderzug. Scheint aber wirklich alt zu sein. Das ist irgendein Sonderzug wahrscheinlich. Ja, es gibt auch viele Mapbauer, die dann welche Sonderzüge hier auf ihre Map setzen, ne? Aber für den Charme, weil ich weiß, Leute auch mal ältere Züge fahren wollen. Bin ich persönlich aber nicht so der Fan von. So, unser nächster Halt ist dann schon Hannover-Schmünden, wo wir seit 2 Minuten da sein sollen. Aber gut, wir haben auch 10 Minuten Aufenthalt in Hannover-Schmünden, ne? Da sollten wir uns auf später noch wieder rausbekommen. Das heißt, wir werden die andere Regionalbahn wahrscheinlich doch nicht mit ins Verspätungsdilemma. Ja, richtig, das Verspätungsdilemma reinziehen. So. Ab 148,2 dürfen wir dann 110 fahren. Das ist ja gleich schon. Dann können wir da ein bisschen mehr Gas geben. So, Bahnübergang. Auch schon. Ist auch schon so eine schöne Dämmerung gefahren. Früh Sonnenaufgang. Damit schöne Thumbnails machen. Ja, hab ich schon. Oder Desktop-Hintergrund. So, da war auch mein Spiel sehr schön. Drauf. Das heißt, wir können hochgehen auf die 110 km/h. Aufpassen. Ist aber auch schön witzig. Hier 110 km/h und im Gegengleis 50. Ja, dann kurz vor Hannover-Schmünden, ne? Ich glaube, da hat der Fahrzeuger nicht so viel Bock, die Züge ins Gegengleis umzuleiten, selbst wenn es nötig wäre, weil es dann eine ungemeine Verspätung gibt, wenn die dann da auf dem Abschnitt nur 50 km/h fahren dürfen, ne? Im Gegengleis, die Züge. Da überlegt sich das die Fahrzeuger dann zweimal, ob sie den Zug ins Gegengleis leiten oder nicht. Ins Gegengleis leiten, das klingt irgendwie so, als würde es dort dann zu einem Crash kommen oder so. Nö, ins Gegengleis leiten, das kann man machen. Ja klar, aber also, wenn die Strecke dafür ausgerüstet ist, dass auch in die auf dem falschen Gleis Züge fahren können. Wenn da auf dem falschen Gleis natürlich keine Signale stehen, können auch keine Züge fahren. Soweit so logisch, aber beziehungsweise nur per schriftlichen Befehl, und das haben wir in den letzten Folgen schon gelernt, das kann unter Umständen ein bisschen umständlicher und zeitaufwendiger sein. Zu einem schriftlichen Befehl. Aber da sehen wir es auch schon in Hannover-Schmünden. Da ändert sich die Kilometrierung. Einfach halt eben, weil, wie gesagt, da ist die Bahnstrecke zu Ende, auf der wir jetzt aktuell fahren. Und dann wechseln wir eine andere Bahnstrecke rüber. Deswegen ist da dieser Bruch in der Kilometrierung. Seht ihr diesen Bruchstrich? Und auf der Strecke auch einige Kilometersprünge so mal. Ziemlich so 100 Meter irgendwie springt in der Strecke. Das kann passieren durch Streckenumlegungen oder enge Bogenradien, dass dann das eine Gleis eine längere Strecke zurücklegt als das andere Gleis und dass deswegen durch Kilometersprünge eingebaut werden müssen, aber ja, ansonsten ist halt eben in der Regel einfach ein Streckenwechsel, wie er den dann da in Hannover-Schmünden sieht und bei so großen wie von 142 zu 193. So, 144. Na, so weit entfernt sind wir gar nicht mehr von Hannover-Schmünden, ne? Aber ich denke, wir werden schon so mit 6 Minuten Verspätung wieder ankommen. Also, vorsichtig 7.11 Uhr. Nee, gut, das werden wir nicht schaffen. Ja, dann vielleicht doch noch ein Stück später. Vielleicht ist es doch 7, 8 Minuten Verspätung, den wir da irgendwann in Hannover-Schmünden, ne? Solange alle heilen und sicher ankommen, ist das super. Ja, wie gesagt, und die Leute, die in Hannover-Schmünden ankommen wollen, die haben natürlich dann eine Verspätung, aber
Ja, danach und der Kollege, die sollten halt eben dann weniger Verspätung haben. Aber hier an Münden steht schon da. Da ist doch alles in Ordnung. Dann kann das Gelb auch vielleicht das Ausfahrvorsignal sein. Na, das ist unser Bahnsteig. Na, alles super. So, dann kann ich die Türen schon mal auf rechts stellen, also den Türballhebel. Und dann sind wir auch schon an unserem heutigen Zielbahnhof angekommen, in Hannover Schmürmann. Yay! Ich bin gespannt, ob du überhaupt irgendwelche Prozentpunkte bekommst. Aber die Verspätung ist halt schon wirklich exorbitant gewesen, das ist halt ja, schon ja. Hart. Was ich aber auch vor kurzem hatte, ich habe mal einen Zug, weil ich was herausfinden wollte, habe ich mal einen Zug im Zeitraffer mit Autopilot fahren lassen. Der Autopilot hat aber auch nur so 50% bekommen. Für seine Fahrleistung. Das fand ich auch witzig. Weil es gibt hier im Spiel tatsächlich einen Autopilot, ne? Und ich muss einfach was am Ende einer Bahnstrecke nachschauen. Also von einem Zug umlaufen muss ich am Ende nachschauen, auf welches Gleis der fährt. Und weil ich den nicht komplett selber durchfahren wollte, habe ich den im Zeitraffer mit Autopilot fahren lassen, ne? Ja, das war recht witzig. Dass der nicht mal volle Bewertung bekommen hat. Ja gut, ist halt auch der Autopilot. Ja, warum sollte der auch die volle Bewertung bekommen, ne? Naja, da kriegst du schon 50% Abzug dafür, dass du den Autopiloten benutzt hast. Nee, so krass ist es nicht. So, 7.15 Uhr ist Abfahrt. Das heißt, wir kriegen 7.15 Uhr noch erst die Auswertung. Guck mal, jetzt gehen wir uns sogar automatisch zu, weil wir pünktlich sind. So, Ergebnis 0%. Boah. Eine Zwangsbremsung hatten wir dreimal Abfahrt ohne Auftrag. Wir waren also noch nirgendwo zu früh losgefahren. Also, aber wahrscheinlich war ich einfach die Türen mit meinem Tastendruck auf die Taste da zum Türenschließen. Wahrscheinlich habe ich die Türen vorzeitig geschlossen, weil ich war so, ja, Zeit gewinnen. Die Leute sollen keine 3 Jahre brauchen. Zum Aussteigen 20 so, Sekunden, ja. 30 Sekunden reichen zum Ein- und Aussteigen. Und deswegen habe ich wahrscheinlich deswegen Abfahrt ohne Auftrag. Durchschnittliche Verspätung 5 Minuten, maximal Verspätung 7 Minuten. Einmal schlechter Fahrstil, das war eine Zwangsbremsung, das kann ich dir sagen. Und 28% Vmax-Überschreitung. Ansonsten der. Aber 28% kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. So, der Fahrtenschreiter sieht ganz gut aus. Hier waren wir zu hoch, weil ich da auf die 60 hoch bin, obwohl eigentlich erstmal nur 50 waren. Also ich bin da immer paar 50 gefahren, da habe ich. 50 ein bisschen zu herzlich genommen. Dann hier alles schön eingehalten. Ja. Dann hier ging die Signalgeschwindigkeit runter. Dann hier war die Zwangsbremsung. Dann hier der gelbe Bereich ist der, wo wir nur 40 fahren durften. Und es war doch richtig, dass wir da noch extra bis zum anderen Signal gefahren sind. Doch, es war richtig. Einfach weil, ja. Also wir sind richtig gefahren mit dem bis dahinter noch mit 40 Schleichen. Es kam nämlich kein Zwischensignal. So, hier auch mit der Signalgeschwindigkeit runtergesetzt. Vielleicht bin ich ja 40 gefahren, aber später wird doch 50 bis 60 erlaubt, wie im Buchfahrplan stand. Ja, und ich muss sagen, so schlimm bin ich gar nicht gefahren. So, was für eine Zwangsbremsung war das? Ein 500 Hertz Magnet nach Wahrscheinlich bin ich einfach intuitiv aus irgendeiner Restriktion oder so befreit. Aber das darf ich nicht machen, wenn ich innerhalb der nächsten 700 Meter, glaube, ein 500-Hertz-Magnet folgt. Nee, wenn innerhalb der nächsten 700 Meter ein rotes Signal folgt oder irgendwie sowas, dann darf ich mich nicht befreien, ansonsten werde ich vom 500-Hertz-Magneten direkt zwangsgebremst. Und das ist wahrscheinlich der Fehler, den ich gemacht habe. Ah, okay, ich verstehe. Und, ich verstehe. Hier war das rote Signal an der Stelle, da war eine 1000-Hertz-Überwachung, 1000-Hertz-Überwachung war vorbei, ich habe mich aus 1000-Hertz-Überwachung befreit wahrscheinlich und dann die 500-Hertz-Überwachung hat mir das schlecht angerechnet. Aber gut, ich würde sagen, wir haben die Folge geschafft. Danke fürs Zusehen
und bis zur nächsten Folge in 2 Wochen. Tschüss. Tschüss.